Willkommen zurück zu Assembly Line. Und hier haben wir die letzte Folge, würde ich sagen, von diesem, naja, Playthrough, würde ich sagen. Und zwar habe ich es jetzt fertig. Der AI-Roboter wird jetzt auch hier hergestellt. Ihr seht, es hat sich hier ein bisschen was verändert. Hier links stelle ich jetzt ein Server-Rack pro Sekunde her, statt vorher 0,4. Dann splitte ich das danach auf 2:3, also 3 werden verkauft und 2 werden weitergereicht. Das hat dann denselben Effekt, aber ich krieg mehr Geld raus. Das habe ich einfach so gebaut und ja, das hat noch nicht mal alle Starter verbraucht. Wir haben hier noch ein paar übrig, aber der eigentliche Teil ist hier unten. Und zwar haben wir hier den letzten Crafter für den AI-Roboter. Und ja, wir stellen gerade fröhlich weiter Roboter her. Und dann schauen wir mal, hier sind 150 Aluminium drin. Das heißt, ja, der wird gerade noch gebaut. Im Essentiellen geht es natürlich hier um diesen Transporter. Mit dem haben wir von der Assembly Line 5 die Sachen hierher gebracht. Also wir gehen mal zu Assembly Line 5. Dann, ja, ich stoppe das einfach mal kurz. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Hier haben wir diesen Transporter Input. Ja, der hat eine bestimmte Nummer. Der hat hier in dem Fall 0. Und dort werden die Körper reintransportiert. Und auf der Assembly Line Nummer 6 kommt das dann eben hier wieder aus dem Transporter-Output raus. Er hat ebenfalls die 0 und dann landet das hier drinne. Die brauchen natürlich eine ganze Menge Energie, was recht doof ist, aber ich würde sagen, es ist trotzdem besser, die zusammenzupacken, weil die dann einiges mehr wert sind. Und ja, das war es eigentlich schon mit der Folge. Es war so, ja, eine ziemlich kurze Folge, ziemlich kurze letzte Folge von diesem kleinen Projekt. Ich habe jetzt eigentlich alles gebaut und ihr habt ja auch schon gesehen, jetzt fange ich mit Tutorials an. Dazu wird auch bald wieder ein neues Video kommen. Aber ansonsten war es das jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like, dann ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.